Hey Freunde, der Marco hier vom Kiez Café Kraft in Berlin. Ich bin gerade auf dem Weg nach Pankow in unser neues Café dort, um eine Schicht als Barista zu machen. Und ich dachte mir für das heutige Video, dass ich euch mal mitnehme hinter die Kulissen und zeige, wie so meine Routinen sind und mein Workflow. Deswegen werde ich eine Kamera hier installieren und ihr werdet sehen, wie ich meine Pitcher benutze, wie so die Reihenfolge ist. Und ich werde einfach mal mit einem Voice-Over drüber sprechen und hoffe, dass euch das Video gefällt. Es wird nicht so lange. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Dann kann ich in Zukunft auch mal ein längeres Video mit so einem Barista-Workflow machen. Aber für heute erstmal direkt rein ins Video. Viel Spaß. So, lasst uns mal starten. Also, wir brauchen erstmal einen Espresso natürlich. Den wiege ich immer ab. Wir brauchen 17,5 Gramm bei dem Rezept in Pankow. Das hat nicht ganz gereicht, also wiege ich nochmal nach. Das gefällt mir besser in dem Fall. Verteile damit der Handfläche, benutze dann das beste Werkzeug überhaupt, das Verteilwerkzeug. Tempe, gibt es auch ein gutes Video von mir, was Tempen heißt, dass man nicht zu fest tempen kann. Dann wird kurz geflasht, damit es siebsauber ist, eingespannt und direkt extrahiert. Also der Knopf gedrückt, sodass der Espresso rauskommt. In dem Fall extrahiere ich in zwei Espresso-Pitcher-Kannen rein, denn ich möchte einen Kaffee-Latte machen für eine Bestellung. Die andere Bestellung ist eine heiße Milch für Kinder, deswegen habe ich schon mal die Untertassen hingestellt, Löffel dazu, dann habe ich nachher weniger Handgriffe, die ich tun muss, bevor der Kaffee rausgeht für den Kunden. Jetzt fülle ich den Espresso in das Latteglas und bereite meine Kannen vor, meine Milchkannen mit der richtigen Menge an Milch, denn wir wollen auch so wenig Milch wie möglich wegschütten. Fange in dem Fall jetzt an, die Milch für das Kind als erstes heiß zu machen und aufzuschäumen. Das wird auch nicht so heiß, deswegen geht es relativ schnell. Fülle dann die Milch direkt in die Tasse rein, so kann sie auch noch direkt ein bisschen abkühlen. Wir wollen nämlich, dass sich kein Kind bei uns verbrüht oder verbrennt. Ganz, ganz wichtig, darauf solltet ihr unbedingt achten. Lanze sauber machen, kurz auspusten. Jetzt packe ich meinen Lappen neben die Kaffeemaschine auf eine Untertasse. Das finde ich immer ganz gut für einen Workflow. So dort weiß man immer, welcher der Lappen für die Milchlanze ist. Jetzt wird die Milch aufgeschäumt für den Latte. Das dauert natürlich ein bisschen länger. Kurze Ziehphase, dann eine längere Rollphase. Die Lanze wird wieder sauber gemacht und ausgepustet. Ich schnappe mir meinen Espresso im Latteglas, klopfe kurz, sodass sich die Bläschen auflösen in der Milch und gieße von oben kräftig und mit Selbstvertrauen ein und fange dann ganz nah an der Oberfläche an, mit dem Pitcher ein Herz zu gießen. Voila, fertig sind wir. Die erste Bestellung von dem heutigen Tag kann rausgehen und wir machen wieder mal zwei Kunden glücklich. Als nächstes bereite ich meine Arbeitsfläche wieder vor, das heißt, ich mache sauber, sortiere mich, schaue, was ich vorbereiten kann. In dem Fall ziehe ich schon mal zwei Espressi, denn ich habe in der Tür schon wieder neue Kunden gesehen, bin so vorbereitet für die nächsten Kunden, mache parallel aber auch gleichzeitig einfach meine Arbeitsfläche sauber, die Kaffeemaschine sauber und schaue, dass ich ordentlich arbeite und einfach vorbereitet bin, denn jederzeit können neue und viele Kunden reinkommen. Jetzt stelle ich die zwei Pitcher oben auf der Kaffeemaschine ab, spanne den Siebträger wieder aus, mache direkt das Sieb sauber, auch die Abtropfschale, das Sieb oben und spanne ein, fertig. So, das war's. Ich bin gerade wieder auf dem Heimweg. Es hat viel Spaß gemacht in Pankow. Die Kunden dort sind immer richtig, richtig cool. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, lasst gerne ein Like da und schreibt mir gerne rein, ob ich sowas wiederholen soll. Ciao.